Wir hätten was vergessen. Wir haben doch da noch was für unsere Community. Haben da so ein paar Links für besondere Rüstungsteile. The power of the dark side, 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 side. Na, mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen hier rein. Ja, komm noch mal raus. Aber mit den Links würde ich halt einfach sagen, die Links, die wir haben, posten wir unten in die Beschreibung. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, und jeder, der darüber sich die Rüstung holt, ist dann so fair und postet seinen Link bei uns unten in die Videos, in die Kommentare rein. Denn damit macht er auch anderen eine Freude, denn jeder, der diese Links benutzt, kriegt selber einen Link mit drei Rüstungen. Ja, also jeder bekommt dann immer die Selbrüstung. Von uns gibt es quasi vier Links bei jedem. Und am Video sind dann vier Links von jedem. Glaube ich, oder? Kriegen wir hier, oder? Meine Links sind dann bei. Meinen Link doch hergegeben, damit ihr alle habt. Jetzt meine Links da. Ach so. Ja, ja, schauen wir dann, wie wir es machen. Also es ist auf jeden Fall bei jedem von uns Link unterm Video. Und derjenige, der den benutzt, ist dann so fair und gibt dann seinen Link in die Kommentare wieder. Und dann der nächste, wo der den Link benutzt, gibt dann seiner wieder weiter. Das ist so eine Schenkwelle. Ein Geben und daneben und geben. Ja. So machen da ganz viele Star Wars Spieler glücklich. Und wir haben quasi damit angefangen. Aber jetzt eine ganz doofe Frage. Gehört dieser Droide da jetzt uns? Der war grün. Ich glaube ja. Okay. Komm ruhig mit. Aber ich glaube, der bleibt da drin. Oder er ballert gleich wild drauf los, aber wir haben eh fast alles getötet. Ja. Wir haben noch eine Konsole hier unten und dann zwei oben. Der läuft irgendwie in die falsche Richtung, aber okay. Da geht bestimmt gleich das Ding runter. Aber der ist auch von uns. Ja, ja. Wir müssen ja die Droiden reparieren und wieder umprogrammieren, damit sie uns unterstützen. Die Unterstützung bin ich gespannt. Oder die anderen, weil die ja nicht sind. Jetzt müssen wir hoch, oder? Ja. Netto rechts drin? Mhm. Okay.
Klick, 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 klick. Der ist gar kurz hängen geblieben bei mir. Und da geht schon die Party ab. Ja, der Roboter. Die Bonusquest haben wir ja abgeschlossen. War das hier eben schon so grün? Echt? Tong is on fire. Dass der hässliche Frisur hat. Fertig. Naja, Teil 1 fertig. Du sprichst Wombas Sicherheitstür. Das ist die große Tür in der Mitte, wo wir gerade eben schon die Gegner weggemacht haben. Womba hat mir kommen! Alles. Aber... Dein Womba schreibt man mit W und ihr Wombas mit V. Es bringt ihm gar nichts, sich zu tarnen. Ich hab den trotzdem erkannt. Großes Zimmer, nichts steht drin. Ja, kurz mal eine Offen mit dir. Es gibt wieder Ausrüstung. Ja, Crap-Ausrüstung. Der Helm war besser wie meiner. Ich habe eine Waffe bekommen zum Schießen.
sollen. In der Rüstungswerte sind sie besser, in der Werte selbst nicht immer. Ich habe ein Implantat gekriegt, das war besser als die, wo ich halt hergestellt habe, aber das ist auch nicht schwer gewesen. Die Implantate, die ich hergestellt habe, war für Level 10. Fische, du bist so schnell. Nein. Doch. Nein. Guck mal, die sind alle noch drin und du rennst schon runter. Ja, aber ich bin auch hier drin. Guck gleich mal an, den Abstand, guck, das ist eigentlich auch. Wahnsinn. Ihr habt alle zu viel Luftwiderstand mit euren Roben. Daran wird's liegen. Ja. Ich habe aerodynamischer Helm, ja, das müsste eigentlich wieder ausgleichen. Ui. Moment, wenn man gerade von Helm spricht, ich hab doch gerade was entdeckt. Was? Kreisch doch nicht so rum, ich hab Kopfweh. Beton, was für Sekte bist du? Popo-Club. Ja. Oh, warte, ich hab Verkäufer. Die Crap gleich wieder wegwerfen. Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Hat mich sehr gefreut. Ups. Falsch rum. Seht euch die Ware. Wieso geht das? Womit kann ich dienen? Hat mich sehr gefreut. Also mit dem Kram vom Beruf wegmache, das mache ich offline. Das dauert zu lang. Aufmachen? Okay. So, Rainbow Yoshi! Nur wegen dir habe ich das. Dir zu Ehren fahre ich dort mit. Der Yoshinator. Ja, leider hat er kein Abo abgeschlossen. Da hätte ich noch mehr dafür gehabt. Jetzt ist er mittlerweile wahrscheinlich schon wieder rausgeflogen. Und jetzt habe ich gar nichts mehr dafür, nur noch das Mount ist geblieben. Schade. Nehmen wir dort die Schnellreise mit, schon vergessen wir das. Ja, und hier würde ich sagen, nehmen wir gleich wieder alle Heldenmissionen an und wenn wir dran vorbeikommen, können wir sie gleich mitmachen. Und was für ein Schnellreisepunkt? Der hier. Aber wenn du vorbeiläufst, hast du die eigentlich automatisch. Also gehen wir auf Nummer sicher und klicken sie an. Ja, genau. Der Polizeiauto in Star Wars, sehe ich ja zum ersten Mal. Also ich muss in die Mitte, Taxi der unteren Promenade. Das, was lila genau. Ist, ne? Bitte wählen Sie eine. In der Mitte. Das ist bei mir Taxi der unteren Promenade. Ja, bei mir auch. Ich wünsche Ihnen einen sicheren... Meins wäre woanders da hingegangen. Wo musst du hin? Ich muss nur links, aber ich bin jetzt zu euch. Ist es die Stadt, wo Anakin beim Obi-Wan aus dem Auto springt? Wir sind auf Nasha da. Ach, jetzt müsste ich... Jetzt müsste ich wissen, wie der Planet heißt, wo sie das jetzt machen. Community! Da hinten rennt sie, Jungs. Wir stehen schon wieder. Wahnsinn. Bin da. Ja. Ja, wartet ganz kurz. Ich habe einen Schneeball auf mich geworfen. Jetzt schneit es wieder aus mir.
Sieht irgendwie aus wie Schaukel mein Mount. Hier sind, glaube ich, nochmal Crew-Fähigkeiten, Händler. Und da ist unsere Klassenquest. Ja, ich gehe zu Fauxierin. Lieber grausamer Destris und Reili, so schön und intelligent, ihr wart. Was schleimt ihr darum? Darum schmerzt es mich sehr, das tun zu müssen. Hört mit dem Schauspiel auf, Palladius. Ihr habt euch nie um eure Kinder geschert. Wir brauchen keinen Tyrannen als Vater. Ach, gut gesagt. Wundervolle letzte Worte. Ich habe wirklich nicht weniger erwartet. Darum fällt es mir auch so schwer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, meine anderen Kinder möchten mit euch spielen. Oh! Wir denn hier? Die Kavallerie? Danke für die Hilfe, aber ich habe alles im Griff. Klar, ihr seid weggerannt, ich hab die alleine getötet. Ihr habt alles im Griff. Ganz ruhig, Mistress. Das ist kein Holo, mit dem du da sprichst. Meine Gebieterin. Ich bin keine Königin, Reili. Ihr seid wirklich zu freundlich. Kürzlich war ein Sith hier, Darth Sash. Sie sagte, sie würde jemanden schicken, um uns zu helfen. Seid ihr das? Tyrannische Kultistenführer auszuschalten, gehört zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Gut, denn die Vorstellung, dass Palladius frei herumläuft, während ich in diesem Rattenloch eingesperrt bin, macht mich krank. Palladius hat sein Imperium auf dem Rücken der Armen aufgebaut. Er versprach ihnen, sie von ihrem erbärmlichen Leben zu befreien. Er sagte, wir würden ein, was war es, ein mächtiges Schwert bauen und damit unsere Feinde vernichten. Alles Lügen. Alles Lügen. Aber wenn ihr die Unterstützung der Armen gewinnt, zieht ihr Palladius den Boden unter den Füßen weg. Bis zum Morgengrauen werden mich alle verehren. Gewinnt sie für euch, so wie es Palladius getan hat. Findet die größte, brutalste Bande in dieser Gegend und vernichtet sie. Im Moment sind das die Kraits. Der Name stammt von den Krait-Drachen auf Tatooine. Ihr Anführer Saben glaubt, dass er von einem abstammt. Schaltet Saben aus und die Massen werden euch als Helden verehren. Wenn er gegen mich eine Chance haben will, sollte er wirklich ein Drache sein. Bei allem Respekt, wenn ihr die Kraits vernichtet, gewinnt ihr zwar Anhänger, aber nur bis eine andere Bande ihren Platz einnimmt. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Eine solche, die man die Fäule nennt, hat die Ärmsten der Armen auf Nar Shaddaa befallen. Sie kann aber geheilt werden, und derjenige, der das vollbringt, wird nicht nur ein Held sein, sondern ein Prophet. Ich glaube, ich bleibe lieber bei dem, was ich kann. Mord und Totschlag. Die direkte Konfrontation, das mag ich. Der Unterschlupf der Kraits liegt im korellianischen Sektor. Schaltet ihren Anführer aus und die Massen werden aufhorchen. So, meine Sturmtruppler. Wir kommen nochmal zu unserem Giveaway. Und zwar finden wir diese Links bei jedem und am Video. Wir gucken mal, dass das bei jedem klappt.
Und damit jeder, also Beton und Fähigchen und ich, haben jeweils einen Link, wenn das Ganze klappt. Und es geht darum, dass ihr einen Link bei eurem svtor.de und mein svtor und einen Code einlösen. Und dann, wenn das in-game ist, dann hat er diese Rüstung in-game, im Briefkasten. Gleichzeitig kriegt ihr aber auf dieser Seite nochmal 3 weitere Links, wo ihr diese Rüstung wieder weiter schenken könnt. Und wir wollen einfach von euch, dass ihr diese Links auch wieder mit unserer Community teilt. Und sollten hier in die Kommentare einfach eure Links wieder reinschreiben. Somit wird dann der Nächste beschenkt und der schreibt dann wieder die Links in die Kommentare. Und somit endet das niemals mit dieser Rüstung Z weitergebe. Nur damit wir das alles nochmal verstehen, wie wir genau das haben wollen. Und hoffen halt, es wird auch von jedem respektiert und jeder hält sich dran. Sonst müssen wir das uns halt nochmal überlegen mit dem nächsten Giveaway. Haut rein, möge die Macht mit euch sein. You know.